So, hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Abwechslung. Wir spielen heute T-Spiele, also timolianische Spiele, auf dem Timolia-Server. Und weil das um die Uhrzeit, 14 Uhr, sowas von gar nicht voll wird an dem Montag, habe ich eben mal geschrieben, dass alle Leute, die Bock haben, eben draufschauen sollen, aber normal spielen. Jetzt sind wir halt nicht voll, also keine 24 Leute, aber wir sind schon ziemlich viele. Und ich hoffe, die spielen alle normal, ich bin nämlich gar nicht genickt. Aber wir werden mal sehen, wie das so läuft. Ja, wer T-Spiele noch nicht kennt, das funktioniert... Oh, wir haben ein Icebergs-Biom. Das funktioniert so, wir werden jetzt gleich hochgeportet, das seht ihr dann. Und es gibt überall Beacons. Und diese Beacons kann man entweder für Items benutzen, also man läuft drumherum, um Items zu bekommen. Oder man stellt sich drauf, um geportet zu werden. Dann wird man zum nächsten Spieler geportet und man hinterlässt so eine, also man bekommt so eine Spur vor sich, die einen zu dem Spieler halt eben hinbringt, damit man den findet. Und deswegen ist meine Devise, dass ich so schnell wie möglich ein paar Beacons hole, hoffe, dass ich irgendwie Eisen oder sowas bekomme oder Gold für eine Rüstung und mich so lange noch nicht porte, solange ich nichts habe. Man hat eine kleine Grace Period, aber die hält nicht allzu lange. Nur will ich erstmal ein bisschen Loot haben. Das habe ich früher ein bisschen häufiger gebracht, aber in letzter Zeit halt gar nicht. Deswegen dachte ich mir, wäre eigentlich auch mal eine gute Idee für die Abwechslung. Denn ich will ja jetzt so eine Woche ein bisschen Abwechslung bringen. Ich habe auch schon den Plan, was ich danach machen werde, die Woche drauf. Das werde ich aber erst im nächsten Video erzählen, denke ich. Ja. Werdet ihr ja sehen. So. Bisher sieht es leider schlecht aus. Ich werde mir jetzt mal eben ein Schwert machen. Einfach um schon mal geschützt zu sein, falls mich jetzt jemand angreifen sollte. Ein Holzschwert ist ja das Mindeste, was ich da jetzt tun kann. So, wir gehen aber noch weiter. Ich will nämlich noch ein paar mehr Beacons haben. Man kann natürlich hier auch farmen, man kann alles abbauen. Aber das ist halt nicht so sinnvoll in den meisten Fällen. Ich habe einen Rackpot, das heißt, ich kann eigentlich ganz gut weglaufen, falls mich irgendjemand verfolgen sollte. Essen habe ich auch ein bisschen was. Eine Enderperle, sehr schön. Jetzt portet sich schon jemand zu mir. Das ist das Geräusch, wenn sich jemand zu einem portet. Der kommt jetzt bei irgendeinem Beacon hier in der Nähe raus, da oben zum Beispiel. Und der ist schon richtig gut ausgerüstet eigentlich. Dann nehme ich mal lieber das hier. Oh, jetzt hat es geleckt. Jetzt habe ich die XPs nicht bekommen. So. Jetzt aber. Ich hätte noch gerne einen String gehabt, dann hätte ich nämlich einen Bogen und hätte mich da wehren können. Ja, der wird jetzt hierher kommen. Muss ich überlegen, wie kämpfe ich gegen den. Ich glaube, ich benutze meinen Rackpot. Und greife ihn so an, weil der hat auch nur ein Holzschwert, oder? Nee. Okay, hab ihn. Sehr gut. Da hat mir die Rackpot den Arsch gerettet, glaube ich. Das kann echt schon praktisch sein. So, der hatte Goldschuhe und ein Steinschwert. Wunderbar. Damit mache ich mich mal auf den Weg zum nächsten Beacon. Oh Gott. Da sind viele Leute. Ich will mich jetzt am liebsten wegporten. Das Problem ist, dann komme ich auch bei einem Gegner raus. Okay, ein bisschen Gold. Ein bisschen was zu essen. Ich laufe einfach mal weiter. Ich könnte mir einen Helm machen. Aber, boah, ich will erstmal ein bisschen weg hier. Weil da sind echt viele Leute gerade gewesen. Da ist einer hinter mir. Ich werde auf jeden Fall die Weakness Pot benutzen, wenn ich gegen jemanden kämpfe. Ich habe genug Leder, um eine Lederrüstung zu machen. Ich hätte nur gerne echt richtig, richtig gerne noch einen String. Könnte ich mir einen Bogen machen. Ich habe richtig viele Pfeile. Das ist ärgerlich, dass ich da gerade keinen bekomme. Ich glaube, ich laufe einfach noch ein bisschen weiter weg. Ist gerade ein bisschen safer, weil ich noch nicht wirklich viel Rüstung habe. Geschweige denn ein Eisenschwert. Und zu dem Zeitpunkt sind ziemlich viele schon richtig gut ausgerüstet, glaube ich. Also... Ich habe aber auch gerade echt Pech mit den Beacons. Das ist ärgerlich. Mal schauen. Da vorne bei dem Icebergs. Es sind hier zwei Icebergs-Biomen direkt nebeneinander gewesen. Krass. Ja, die Maps sind immer zufällig übrigens. Ja. Da vorne ist einer. Der folgt mir so langsam, aber sicher. Was habe ich bekommen? Ein Flint. Ein Apfel. Eisen. Jawohl. Okay, ein Deer. Oh Gott, ich will den haben. Okay, sauber. Hab den Deer. Dann würde ich jetzt erstmal gerne weglaufen. Da kommt nämlich ein Typ. Ah, der hat aber nicht so viel, ne? Den kann ich eigentlich töten. Alles klar, hab ihn. Der hatte nichts. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich halt echt noch überhaupt kein Gear habe im Prinzip. Also echt wenig nur. Ich gucke mich nochmal zur Sicherheit um. Denn... Oh, ich habe zwei Deers. Scheiß mal aufs Enchanten jetzt. Oh Gott, der hat einen Bogen. Mach ich mich erstmal aus dem Staub. Ist mir zu unsicher. Vor allem, der hat auch richtig viel Rüstung. Ich würde mir gerne noch eine Leerrüstung machen. Habe ich einen String? Nee, habe ich nicht bekommen. Schade, 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 schade. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Er verfolgt mich aber. Und der hat einen Bogen. Das ist echt ärgerlich. Ich brauche Essen. Okay, habe ich. Er schießt wieder. Wenn ich ihn in den Nahkampf kriege, habe ich sogar eine relativ gute Chance, wenn ich die Weakness Pot benutze. Ich muss halt echt vorsichtig sein, ist das Problem. Ich könnte mich natürlich auch wegporten. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ich weiß nicht, ich weiß es echt nicht.
Oh Gott. Ich habe keine Chance gegen ihn im Fernkampf. Der wird mich mit dem Bogen auf Distanz halten. Da werde ich ordentlich auf die Schnauze bekommen. Ich würde mir schnell gerne was craften, aber das Problem ist, er ist halt direkt hinter mir. Deswegen habe ich da keine Chance drauf. Ich werde einfach mal ein bisschen weglaufen. Was anderes bleibt mir jetzt gerade nicht über. Ich muss nämlich reggen. Oh, war vielleicht keine gute Idee, sich nicht zu nicken. Oh nein, oh nein, oh nein, hier ist Wasser. Ich regge nicht mehr. Oh, er ist direkt hinter mir. Okay. Ich würde gerne noch voll reggen, bevor ich umdrehe und kämpfe. Ja, er hat noch diese Spur auf mich, glaube ich. Aber die dürfte jetzt bald aufhören. Beziehungsweise müsste jetzt eigentlich schon vorbei sein. Ich will hier irgendwo in den Wald, sodass er mich nicht mehr sieht. Und dann versuche ich mit der Weakness Pot ihn zu überraschen. Oh Gott, ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab grad echt Schiss. Ach, die Schafe wollen mich wegen dem Weizen. Geht weg. Ich hab nichts für euch. Pass auf. Wir gehen hier hoch. Ich gehe hier hoch. Ich sehe ihn nirgends. Jetzt portet sich wieder jemand. Da vorne wahrscheinlich. Ne, da oben ist er. Ich würde mir gerne echt was craften. Ganz fix. Lederrüstung, da. So, dass ich wenigstens das habe. Oh Gott. So. Und so. Perfekt. Okay, jetzt habe ich wenigstens einen halbwegs soliden Schutz. Da vorne ist er. Da kämpfen zwei. Da kann ich mich einmischen. Oh, der hat ein Dierschwert. Ebenfalls. Ja, hab ihn. Nice. Boah. Oh Gott. Ja. Er ist auch tot. Oh mein Gott. Schafe, bitte macht mir keine Angst jetzt. Nein, der Bogen. Den Bogen brauche ich. Ich will den Bogen wieder. Okay, perfekt. Oh Gott. Ich brauche die Rüstung. Okay, perfekt. Ich sollte mich jetzt hier so schnellstmöglich aus dem Staub machen, bevor sich noch jemand herportet. Oh mein Gott. Den Helm, bitte. Wunderbar. Den hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Ich muss mich irgendwo mal kurz hochbauen. Das mache ich am liebsten so in T-Spieler. Dass ich mich einfach hochbaue. Und hier oben dann einbaue. Weil dann bin ich sicher vor allem. Okay, perfekt. Huh, okay, überlebt. Alles gut. Halbes Herz, war sauknapp, aber hat geklappt. Freut mich. So. Kann ich jetzt kurz mein Inventar sortieren. Das ist nämlich der Grund, warum ich mich hochgebaut habe. Ich habe leider keine Dias mehr zum Verzaubern, aber das ist kein Problem. Ich kann mir Full Iron machen. Das ist nicht schlecht. So, perfekt. So. Nein, man darf nicht teamen. Ich habe zwei Weakness Potions, die muss ich auf jeden Fall gut verwenden. Ich habe auch eine Enderperle, ich nehme auch Blöcke mit. Was habe ich hier noch? Ich kann noch ein bisschen was rauswerfen, was ich nicht brauche. Das hier zum Beispiel. Das hier auch. Ein Feuerzeug kann ich mir noch machen. Auf die 4 und dann ein Eimer wäre eigentlich auch noch ganz fresh. Ich glaube, ich mache mir noch einen Eimer, ja. Und ein Buch mache ich mir mal kurz. Das Buch hat den einfachen Grund, dass ich dann verzaubern kann. Also ich muss nur noch Dias finden, dann kann ich enchanten, das ist gut. Das kann noch raus, das auch. Ich mache mir noch ein paar mehr Pfeile, obwohl ich habe eigentlich genug, ne? Aber was soll's. Das kann ich mir noch mal ein paar mehr machen, wenn ich es richtig craften könnte. So, schweres Crafting-Rezept, ne? Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Pfeile, bis an mein Lebensende. Was vielleicht sogar sehr bald sein könnte. So, das Leder werfe ich mal raus, das Papier auch. Ich habe nämlich das alles, was ich brauche. Die Melone kann ich auch wegtun. Dann mache ich mir jetzt noch einen Eimer, wie gesagt. Da tue ich mir dann Wasser rein. Okay, es sieht alles safe aus. Es ist keiner in der Nähe hier. Jetzt kann ich mich aber gerne porten. Jetzt muss ich keine Angst mehr haben. Jetzt bin ich echt gut ausgerüstet. Auf das habe ich halt die ganze Zeit gewartet. Oh, das ist das ganze Tag, was ich runtergeworfen habe, ja. Ich würde vielleicht nochmal dort vorbeischauen, wo ich die gerade getötet habe. Vielleicht liegt da irgendwo noch Gold rum. Dann kann ich mir sogar noch einen Goldapfel machen. Goldäpfel kann man auch aus den Beacons rausbekommen. Aber Äpfel und Gold ist halt das, was man häufiger rausbekommt. Also man kriegt immer die Crafting-Rezepte für Sachen raus. Moment, das war nicht hier, das war da drüben.
Zwar hier, ja genau. Da unten liegt zum Beispiel noch ein Deer. Und eine Speedpot. Und eine Poisonpot, glaube ich, auch. Und Gold liegt hier auch. Gib mir das. Perfekt. Okay, habe alles. Dann esse ich jetzt ganz kurz. Es wird auch Nacht. In der Nacht gibt es übrigens auch Monster. Also ist hier ganz normales Minecraft im Prinzip. So, das Zeug kann alles raus. Ich habe einen Deer. Wenn ich noch einen kriege, kann ich einen Enchantment Table craften. Ich gehe nochmal ganz kurz hier irgendwo hoch. Damit ich sicher bin, falls mich jetzt jemand backstabben will. Ich gehe einfach zu meiner Workbench, die ich vorhin gemacht habe. Und mache mir hier ganz kurz ein. Das suche ich mal raus. Das ist noch eine Weakness Pot gewesen. Keine Dings Pot, keine Poison Pot. Schade. Einen Goldapfel nehme ich noch mit. Gott, Alter, mein Inventar ist ziemlich zum Bersten voll. Und ja, und jetzt werde ich mich porten. Das bedeutet, wir gehen irgendwo dorthin. Habe ich noch Eisen bekommen? Nee, habe ich nicht. Sonst hätte ich mir noch einen Lava-Eimer holen können, statt dem Feuerzeug. Wäre effizienter. So, ich gucke jetzt mit der 5 immer, weil wenn ein Tier droppt, dann gehe ich raus. Okay, ist keiner gedroppt. So. Jetzt kurz gucken. Was da gedroppt? Eine Potion wieder? Ah, wieder Weakness. So, und diese Spur hier leitet mich jetzt zum nächsten Gegner. Da vorne ist er. Und die geht jetzt ca. 30 Sekunden lang, glaube ich. So, komm her. Er dürfte nicht mehr so viel haben, weil seine Rüstung recht schlecht ist. Er ist ein Goldapfel, okay. Ich verfolge ihn mal. Ich trinke mal meine Speed Potion. Weiß gar nicht, ob das Speed 2 oder 1 ist. 2, okay. Ja, dann kriege ich ihn. Oh, hat sich hier eine Grube gebaut, eine Fallgrube. Okay, er ist tot, sehr schön. Ich glaube, der hatte sogar eine Regeneration Potion drin, weil der hat echt lang überlebt. Ach, die kann man einfach nur reinfallen, okay. Da wollte er mich mit dem Bogen spammen wahrscheinlich. Ja, das werfe ich mal alles raus, das brauche ich hier nicht. Eine Rackpot ist echt praktisch, die behalte ich mal. Ja, GG. Dann das Essen hier, nehme ich gerne. Was habe ich hier noch? Goldapfel kann ich mir keinen neuen machen. Ich habe einfach so viele Weakness Spots. Wo kommt der? Muss gucken, wo sich der hingepottet. Da vorne ist er. Alles klar. Er ist ins Wasser gegangen. Das ist sein Untergang. Ah, okay. Er ist wieder rausgekommen. Schade. Ich will für den meinen Goldapfel nicht verwenden eigentlich. Das wäre schon ziemliche Verschwendung, glaube ich. Ah, verdammt. Okay, ich muss hier raus. Das klappt so nicht. Ist der Creeper da auch im Weg, war es ziemlich ungünstig. Hab ihn nochmal getroffen. Der hat nicht so viel Leben, weil seine Rüstung halt echt schlecht ist. Ich glaube, ich hole mir kurz die Rackpot. Die kann ich nämlich gut verwenden. So. Dann schieße ich ihn noch ein paar Mal ab und dann porte ich mich rüber. Wo geht er hin? Geht er ins Wasser? Ich glaube, er ist ins Wasser gegangen. Ich porte mich rüber. Pass auf, ich habe wieder volles Leben. Hat mich nicht getroffen, glaube ich. Dann jetzt kann ich mit dem Bogen abschießen. Jawohl, er ist tot. Super. GG. Auch an dich. So. Was haben wir hier noch? Brauche ich noch irgendwas hier davon? Ich glaube nicht. Ich bin eigentlich echt gut ausgerüstet. So, das kann ich alles raus tun. Ich kann mir noch einen neuen Goldapfel machen. Das werde ich auch gleich tun. Immer noch ein bisschen Regeneration. Und einen Charmant Table kann ich leider immer noch nicht machen. Hätte ich langsam echt gerne. So, da kommt ein Hühnchen an. Ich dachte gerade, da kommt ein Gegner. Aber das ist nur ein Huhn. Alles gut. Nichts passiert. So. Ich suche mir den nächsten Beacon. Ich weiß noch nicht, welcher hier am günstigsten ist. Ich töte noch ein paar Mobs, aber solange es Nacht ist. Weil die Nacht ist hier relativ kurz. Wenn das nicht gepatcht wurde. Oh, es portet sich wieder jemand zu mir. Nehme ich mir mal eben Blöcke. Und baue mich hier hoch. Wo war das? Ist hier die Frage. Wo hat er sich geportet? Es muss einer, der nächste Beacon ist es immer, glaube ich, soweit ich weiß. Es muss irgendwo da vorne im Wald sein. Da vorne ist er. Der hat aber auch nicht viel. Okay, ich habe den First Hit. Jawohl, hab ihn. Nice, ich hab gewonnen. Okay, ist schon vorbei. GG. GG. Danke an alle Leute, die dabei waren. War echt cool, dass ich das so hinbekommen habe, so kurzfristig. Und ja, wenn euch die Monanische Spiele gefällt, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.